So, hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Sonntagabend und zweite Cycle, was ich weiß nicht genau, wann ich zählen soll. Auf jeden Fall ein weiterer Cycle ist vorbei. Ich habe trainiere in 4 Wochen Zyklen und jetzt muss wieder sozusagen müssen die Gewichte wieder erhöht werden. Und da haben wir natürlich also für die Grundübung Deadlift, Squat, Overhead Press und Bench Press. Und ja, bei Deadlift haben wir vorher 220 gemacht, aber ich habe ja den ganzen Cycle lang keinen Deadlift gemacht und werde wahrscheinlich auch die nächste Woche, wenn ich es aufnehme, ich werde es wahrscheinlich mal probieren, aber nicht Deadlift hinkriegen in der Form, in der ich sie haben will, weil ich halt eben noch nicht mobil genug bin in den Hamstrings, naja, eigentlich in der Posterior Chain. Ich werde es trotzdem mal probieren. Ich werde wahrscheinlich wieder einen mega runden Rücken haben, aber einfach mal zu gucken, kriege ich das Gewicht hin mit 230 Kilo, weil ich habe mich relativ stark gefühlt. Ich habe am Samstag auch nochmal 180 gemacht mit 6 Wiederholungen. Mein Rücken war entsprechend krumm, aber ist das Gewicht hat sich relativ leicht angefühlt. Also ich denke, wenn ich sozusagen wieder richtig Kreuzheben machen kann, dann könnte ich sicherlich mit 230 einsteigen. Squat war ich echt lange am überlegen, ob ich das erhöhen soll, weil ja meine Leistung so enorm geschwankt hat. Aber eigentlich in meinen Bestleistungen wäre ich schon längst auf 175 gewesen, aber dann auf einmal bricht das wieder so ein. Aber da ich das jetzt einigermaßen geregelt habe mit Schlaf und Ernährung und so weiter, dass es immer ganz optimal läuft, habe ich es auch geschafft, sozusagen als erstes die 150 Kilo 7x2 zu machen, dann 2 Tage später im Wendler-Training 161 auch 2x zu machen. Und dann habe ich überlegt, okay, das läuft gut und dann kann man auch erhöhen von 170 auf 175 und dann einfach mal sehen, wie es nächsten Cycle funktioniert. Overhead Press bin ich auch ganz zufrieden, lief auch gut. Erhöhe ich, denke ich mal, von 70 auf 75 und denke, dass da bin ich nicht so ehrgeizig, das müsste ich noch gut hinkriegen. Bench Press, da war ich am überlegen, ich hatte vorher auf 130 und ich habe dann einfach mal noch ein bisschen rumgespielt in den höheren Gewichten und geguckt, wie oft schaffe ich das und ich war am überlegen, soll ich nicht vielleicht doch schon 140 eingeben? Also es lief wieder richtig gut, 130, was ja mein letztes One Rep Max war, habe ich dann auch nochmal einmal gedrückt, auch relativ sauber und mit riesen Vorermüdung, also ich habe schon ganz viele Sätze davor gemacht und deswegen war ich am überlegen, ob ich nicht gleich schon 140 machen soll, aber ich habe dann doch lieber gesagt, okay, 137,5 ist schon gut, 7,5 Kilo Steigerung. Gut, man muss sagen, ich war schon mal bei 140, von daher können wir dann ja sehen, wie weit man den nächsten Cycle erhöht, aber erstmal seichte Steigerung auf 137,5. So sieht das dann aus. Erste Woche 5x5 alles. Ich bin noch weiter am Überlegen, ob ich ein paar Dinge umändere, gerade mit den Sekundärübungen, also dass ich nicht mehr so extrem hohe Wiederholungen mache. Dass ich da ein bisschen was verändere, mal schauen, aber im Großen und Ganzen bleibt das von den Gewichten und den Prozenten her gleich, also die Woche über 5x5 und dann am Wochenende, also Freitag und Samstag, dann Wendler. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht sozusagen 5x5 und 5x4 und 5x3 und 5x2 machen soll, sondern stattdessen 7 Sätze machen soll, weil ein bisschen mehr Volumen kann ja nicht schaden. Nee, und auch im Sinne von, ob ich das durchhalten kann. Ich hatte eigentlich die letzte Woche habe ich nämlich das ganze Training mit 7 Sätzen durchgezogen und das ging eigentlich ganz gut. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich sozusagen am Ende des Cycles schon Kraft aufgebaut habe und deswegen sozusagen das alles dann leichter ging und ich das mit 7 Sätzen durchgezogen habe. Das werde ich dann am Montag oder werde ich dann nächste Woche nochmal ausprobieren, ob ich das weiterhin mit 7 Sätzen durchziehen kann. Dann könnte das aber auch eine dauerhafte Änderung sein.
Ja, und dann sozusagen von 5 Sätze auf 7 Sätze erhöhen. Und ja, so sieht das aus, wenn man hier guckt, was ich dann so machen müsste. Erste Woche zum Beispiel 110, 5 Wiederholungen. Das ging eigentlich, ich habe es letztens nochmal ausprobiert, also ich kann auch 6 oder mehr schaffen und deswegen, das ist kein Problem. Overhead Press 5x5, 60 Kilo, müsste auch kein Problem sein. 5x5 Squats 140, wenn es gut läuft, müsste das gut gehen. Wenn es schwierig läuft, also ich hatte mal, glaube ich, irgendwie Probleme, 140 dreimal hochzukriegen, aber das ist auch schon ein paar Wochen her, also ich denke, das geht alles. Seht ihr, Woche 2, 5x4 und dann, ja, geht das so weiter. So ist mein Trainingscycle und ja, ich denke, ich werde das auch die nächsten Wochen alles aufnehmen. Ich werde dann nochmal auch gucken, wegen meinem Deadlift, wie sich das verbessert oder auch nicht. Ob ich auch, ja, das mit den 230 machen kann, weil ich konnte jetzt nicht so viel. Ob sozusagen, wenn ich die richtige Technik hinkriege, ob ich dann mehr schaffe oder ob ich dann eher weniger schaffe und so weiter. Das muss man alles noch sehen. Aber ich denke, ich werde erstmal ab nächste Woche dann wieder anfangen, jedenfalls die schweren Lifts alle aufzunehmen. Und ich habe das ja so gestaltet, dass jeden Tag ein schwerer Lift ist. Also mal gucken. Ob ich dann jeden Tag ein Video mache oder alle 2 Tage oder so und das zusammenfasse, das muss man dann sehen. Ja, aber das war es erstmal, dass ihr das wisst. So, Cycle, neue Gewichte und bis zum nächsten Video.